Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Fening, Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin und herzlich willkommen zur 141. Folge des Nordsee-Podcasts, in der ich euch mit auf den Meeresboden nehme. Und zwar so richtig. Zieht euch schon mal die Warthose an. Ohne geht's nicht. Es ist 5.30 Uhr morgens. Wir sind auf Amrum und starten zu einer Sonnenaufgangswattwanderung nach Föhr. Insgesamt 10 Kilometer, 6,5 davon über den Meeresboden. Wir sind unterwegs mit dem unvergleichlichen Amrumer Wattführer Dag Blome. Ich hatte mit Dag schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen. Damals war ich auf Föhr und er kam dort gerade an mit einer Wattwanderergruppe und dann haben wir uns irgendwo zusammengehockt und eine Podcast-Folge aufgezeichnet. Das ist Folge 13. Dann habe ich immer gesagt, ich komme mal mit. Und jetzt war ich Anfang März, ein paar Tage auf Amrum und das passte wunderbar, denn gerade in dieser Zeit gab es eine Sonnenaufgangswattwanderung und ich meine, das war das immer traumhaft, aber Sonnenaufgang im Wattenmeer ist einfach spitze. Am Tag zuvor war Warthosenanprobe bei Dag, denn man muss unterwegs durch mehrere Priele und einer war wirklich, weiß nicht mehr genau, hüfthoch oder also schon so, dass die Oberschenkel richtig im Wasser waren. Und dann hat man sich um 5.30 Uhr morgens bei ihm getroffen und dann ging's los. Das erste Stück, die erste Stunde war man noch auf Amrum unterwegs und dann ging es über den Meeresboden nach Föhr. Ich habe da gleich morgens um 5.30 Uhr ein Ansteckmikro angeklemmt und gedacht, super, ja, das wird eine richtig tolle Reportage. Ist es auch geworden. Aber ich hatte am Ende 4,5 Stunden Material und 4,5 Stunden echt super Content, denn Dag erzählt einfach total klasse. Natürlich präsentiere ich euch jetzt hier nicht die komplette Wattwanderung, aber an dem, was ihr von Dag mitkriegt, merkt ihr, ey, der Mann liebt, was er tut. Und wenn ihr auf Amrum seid, lauft mit Dag nach Föhr. Der hat echt was zu erzählen. Und jetzt rein in die Wartbüchs und dann ab auf den Meeresboden. Dag, das ist der erste Podcast, der auf dem Meeresboden entsteht. Ja, ich habe schon auf die Frage gewartet. Wann warst du das letzte Mal am Meer? Dag, wann warst du das letzte Mal am Meer? Es ist immer weg, es hat Angst vor mir. Ich gehe häufiger runter ans Meer, aber nicht so häufig, wie man sich das vorstellen kann. Also man lebt auf so einer Insel doch irgendwie in seiner eigenen Welt oder so weiter und geht nicht so häufig ans Meer wie die Touristen. Und du lebst in dem Rhythmus, dass du immer ins Watt gehst, ne? Ja, ich bin so glücklich, dass wir unseren Mond haben, der uns mir das Wasser wegzieht, sodass ich hier rüberlaufen kann. Und ja, schöne 6,5 Kilometer nach Föhr, heute mit seitlichem Wind, aber mich fasziniert es jeden Tag wieder. Und früh am Morgen, wir haben uns um 5.30 Uhr getroffen, inzwischen ist es 7 Uhr, wir waren jetzt auf Amrum unterwegs. Ja. Jetzt haben wir gleich ein gigantisches Erlebnis. Das ist immer eure Aufgabe. Ich sage immer zu meinen Gästen, es ist eure Aufgabe fürs Wetter. Ich mache das mit dem Wasser und dann kann sich keiner beschweren. Ja, ihr habt das toll gemacht. Wir haben ein paar Sterne gesehen, den großen Wagen, Cassiopeia und so weiter. Und jetzt sind wir mit Monduntergang und jetzt der Sonnenaufgang um 7.04 Uhr hinter Föhr. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was wir gerade sehen. Am Horizont hinter Föhr leuchtet es und jeden Augenblick muss die Sonne da hervorlugen, oder? Ja, 150 Millionen Kilometer entfernt und verbrennt jede Sekunde 4 Millionen Tonnen an Energie, an Masse, um uns mit Wärme zu versorgen. 8 Minuten braucht das Licht von der Sonne hier runter. So viel Information, Dag. Das ist doch jetzt einfach nur romantisch, was wir gerade erleben. Ja, ich weiß. Ich dachte nur, ich gebe ein bisschen an. Ich finde es so faszinierend, dass die Sonne seit 4,6, 4,3 Milliarden Jahren brennt und jede Sekunde seit dieser ganzen Zeit angeblich 4 Millionen Tonnen an Masse verbrennt und immer noch da ist und uns mit Wärme versorgt und uns mit Leben versorgt. Ich find's toll. Sieht einfach total klasse aus mit dem Watt vor uns.
Ja, du siehst da hinten noch die Halligen. Also das, was du siehst, sind die Warften auf Langeness. Und da hinten sogar Hoge. Hoge kann man auch ein bisschen sehen. Pellworm kann man jetzt nicht sehen, das wäre auch in die Richtung. Und Åland ist hinter der Insel Föhr verschwunden. So, ich glaube, ich mache mal Pause, damit ihr Fotos machen könnt. Falls ihr jetzt Fotos machen wollt oder so, können wir auch einen Augenblick anhalten. Nicht, dass wir jetzt hier rumstolpern. Ich wollte um ungefähr 7.30 Uhr durch den Priel durchgehen. Und dann ist genau Niedrigwasser. Der Amrumer Leuchtturm da hinten, ihr seht ja, der ist noch an. Der wird jetzt noch eine Stunde brennen. Der wird so nach Cuxhaven ausgemacht, vielleicht nicht genau bei uns eine Stunde. Aber eine Stunde nach Sonnenaufgang ist er noch an und eine Stunde vor Sonnenuntergang wird er angemacht. Nur, dass ihr wisst, warum der noch an ist. Man kann zwar alles sehen, aber das ist eine einheitliche Regelung. Wie das in Holland oder in Dänemark ist, weiß ich nicht. Aber in Deutschland ist es wirklich so, eine Stunde vor Sonnenuntergang werden sie angemacht. Alle zentral. Wir haben keine Leuchtturmwärter mehr, die da irgendwo hochkrabbeln müssen und das Ding anschalten müssen. Und eine Stunde nach Sonnenaufgang wird er ausgemacht. Ist jeden Tag wieder schön, oder? Ja. Die Gänsehirt sind Graugänse, die brüten hier auch auf der Insel Amrum. Die Weißwanggänse, die Ringelgänse ziehen zum größten Teil weiter. Einige von denen haben gemerkt, hey, das ist ja gar nicht so schlimm auf Amrum oder im Rinkelsbühler Kog können wir ja auch brüten. Und dann werden die Probleme mit den Landwirten noch größer. Aber die Graugänse brüten hier schon seit ewigen Zeiten. 2 bis 9 Eier legen sie. Einige werden den auch weggenommen, damit es nicht ganz so viele werden. Dag, 5.30 Uhr Start, ja, ist im Winter. Wann startest du denn im Sommer zur Sonnenaufgangstour? Die früheste war bis jetzt 2.30 Uhr. Kommen da Gäste mit? Die Touren sind als erstes ausgebucht. Die Führer gucken mich schon an und sagen, was habt ihr bloß für bekloppte Gäste auf der Insel? Aber ich mag euch. Wir haben bestimmte Gäste auf Amrum. Die gibt es natürlich auch auf Föhr und Sylt und Pellworm. Aber im Großen und Ganzen ist der Amrum-Urlauber mehr derjenige, der raus will. Und auf Sylt ist es eher derjenige, der das kulturelle Veranstaltung braucht und auch auf Föhr die ganzen Museen. Und ihr werdet auch irgendwann mal nach Föhr fahren oder so weiter. Und es ist eine sehr, sehr schöne Insel, aber sie ist eben anders als Amrum. Und ich finde das einfach so toll, dass sie auf dem Aralatlas immer alle gleich aussehen, aber das mitnichten sind. Auch die Föhrer, Amrumer, Sylter, Pellwormer sind sehr unterschiedlich vom Charakter her. Und ich finde es einfach toll, dass man die Möglichkeiten hat, sich eine Insel auszusuchen, die eher zu einem passt. Gut. Dann gehen wir da mal runter. Schöner Sonnenaufgang. Vielen, vielen Dank. So, der erste Priel ist nicht tief, vielleicht knietief. Trotzdem möchte ich euch bitten, ein bisschen vorsichtig zu gehen. Es kann so leichte, matschige Löcher geben. Die ersten paar Meter kann wirklich sein, dass man so 3, 4, 5 Zentimeter einsackt. Nur, dass ihr vorsichtig geht und dann nicht mit großen Schritten und Juhu, und guck mal und Selfie. Das kann in die Hose gehen. Dag, durch wie viele Priele müssen wir? 1, 2, 3, 4, 5. Aber die sind so klein, die merkst du gar nicht. Es ist der hier vorne, nicht der kleine, den wir jetzt als erstes haben, sondern der zweite, wo die großen Stangen drin sind. Das ist die Fahrrinne. Im Sommer geht es, wir haben nicht so viele Stürme. Du hast einen ebenen Boden, so wie hier, du gehst einfach rein, auf der anderen Seite wieder raus. Im Winter durch diese Stürme ist aber so viel Wasser unterwegs. Und das macht, so erkläre ich mir das jedenfalls, so eine Wellenbewegung rein. Und du hast da auf einmal Löcher, die sind 5, 10, 20 Zentimeter tief. Du machst einen Schritt und rums, sackst 20 Zentimeter ab. Und deswegen sage ich zu meinen Gästen, geht in kleinen Schritten, hakt euch ein. Ich bin jetzt eine Woche lang nicht gegangen, aber wir hatten jetzt keine großartigen Winde. Deswegen würde ich sagen, es ist heute jetzt nicht so problematisch. Nichtsdestotrotz werde ich gleich alle noch mal ein bisschen aktivieren. Wenn nichts ist, sagst du, war doch gar nicht so schlimm. Wenn was passiert ist, bist du klitschnass. Du stehst da in deinem Modder und sagst, scheiße, das ist kalt. Wir haben 6 Grad Wassertemperatur oder 7 Grad. Ist nicht ganz so schön. Und dann ist die Wattwanderung gleich hier vorne zu Ende. Alles gut bei euch? Wollt ihr euch gleich so pärchenweise bei dem zweiten Priel zusammentun, dass ihr sagt, okay, die beiden Frauen, ich bleib bei Bärbel? Okay. Es ist nur eine reine Vorsichtsmaßnahme. Wenn der Priel nicht so wellig ist, ist kein Problem, kann aber sein. Und deswegen, wenn wir da durch sind, ist alles gut. Aber in dem Zeitraum durch den Priel würde ich sagen, lasst uns nebeneinander laufen. Dass, wenn man denn dann
Gleichgewichtsschwierigkeiten hat oder so ein Loch hat, dass man jemand anders anfassen kann. Das war doch schon mal gut. Hat sich das alles sehr verändert im letzten Winter durch die ständigen Stürme und Bewegungen? Nicht mehr als die letzten Jahre. Also ist eigentlich so geblieben. Das ist ein Tag hast du ja welligeren Boden und dann gehst du eine Woche später durch und das ist wieder ganz eben, ganz glatt, ganz angenehm da durchzugehen. Weil ich es aber nie genau weiß, im Sommer, okay, dann fällst du hin und bist ein bisschen nass, aber dann gehst du einfach weiter. Aber jetzt bei 6 Grad Wassertemperatur ist ja nicht so, so prall, ne? Nee. Jetzt kommt die Fahrrinne. Ja, sie ist nicht so besonders tief. Es ist noch ein bisschen höher, als ich gedacht hätte. Aber wir kommen auf jeden Fall durch. Hier habe ich letztens diesen Flock reingehauen oder reingesteckt, einfach um mal zu gucken. Da bin ich schon durchgegangen, da ging das Wasser bis hierhin. Und ich werde jetzt einfach mal den Flock nehmen. Einfacher, sorry. So, und stecke ihn jetzt mal um. Dann werde ich euch hier ein paar Sachen erklären. Und ihr werdet merken, wie schnell das Wasser weggeht. Gut, mal gucken, was ich hier habe. 2014, ganz heißer Sommer. Ich von Föhr nach Amrum hatte ich eine kleine Französin dabei. Und hebt diese Schnecke auf und erklärt ihr. Wenn ihr hier auf den Boden guckt, ihr seht es nicht, aber wir werden nachher auf der anderen Seite so Spuren sehen. Da werdet ihr, wenn ihr Glück habt, diese Schnecke sehen und ihr seht dahinter so eine Spur so herumlaufen. Diese Schnecke macht wirklich so eine Spur und die läuft über den Boden und frisst den Algenrasen auf. Können wir nicht sehen, ist mikroskopisch klein und diese Schnecke läuft oben drüber. Und diese Kieselalgen, daraus wird in ein paar Millionen Jahren Kieselerde, Kieselgur. Und diese Kieselalgen sind so formenreich, dass Audi danach Felgen entworfen hat. Es ist schon ein paar Jahre her. Die sind so toll, dass man die drei Beine, auf denen draußen die Windkraftanlagen stehen, denen nachempfunden hat. Weil es die stabilste Form ist, die wir jetzt im Moment haben, wo man sagen kann, hey, das bauen wir denen nach. Dann habt ihr es in der Zahnpasta, ihr habt es in der Bierklärung, alles Mögliche. Und diese Schnecke läuft oben drüber und frisst das einfach alles so auf. Diese Französin guckt mich an und fängt leicht an zu zittern. Ich sage, ist mit Ihnen alles in Ordnung? Haben Sie die denn auch schon mal gegessen? Ich sage, soll ich die essen? Ja, sagt sie, wenn Sie die ganz kurz andünsten, dann in Butter schwenken, ein bisschen Knoblauch, ein bisschen Schnittlauch dazu. Ich sage, aha, die heißen in Frankreich Bigorneau. So, ich heb die nächste Sache hoch und die Französin guckt mich an. Ich sage, und hiermit? Kräuterquark. Ich heb die nächste Sache hoch, Olivenöl. Ich heb die nächste Sache hoch, Aioli. Die hörte nicht auf, von Föhr bis Amrum. Die hatte ein Rezept nach dem anderen im Kopf. Ich habe nur einen Brotschrank aufgerissen. Meine Frau, mein Sohn guckt mich an und sagt, was hast du? Ich sage, ich habe eine Französin dabei. Die hat mich ganz wuschig gemacht. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Die hatte für alles ein Rezept im Kopf. Ich hatte aber auch mal einen deutschen Ingenieur dabei, der war mit der Chinesin verheiratet. Die hob immer nur alles hoch. Blume, wie schmeckt das hier? Ich sage, das weiß ich nicht. Und das hier? Ich sage, das weiß ich auch nicht. Und so am dritten, vierten Mal, ich habe es vergessen, guckte sie mich an nach dem Motto, sag mal, darfst du wirklich Wattführung machen? Du hast ja gar keine Ahnung. Also in der Beziehung, muss ich sagen, sind mir Französen ein bisschen lieber. Kann man natürlich nicht generalisieren. So, das ist die Strandschnecke. Jetzt habe ich hier eine. Das ist die Herzmuschel. Die werdet ihr ganz, ganz häufig finden. Und wenn die im Sommer, wenn ich die ausbuddel, lege ich sie gemein, wie sie ist, auf den Sand. Allerdings natürlich ein bisschen Wasser. Und dann dauert das so 3, 4, 5 Minuten. Dann geht die Muschel auf. Da kommt ein leichter Grabefuß raus und zieht sie wieder rein, macht sich wieder zu. Wenn nichts passiert ist, geht die Muschel wieder auf. Dieser Grabefuß kommt raus, den steckt sie in den Boden, was wir nicht sehen, unter dem Boden. Sie macht ihn dicker und zieht sich hinterher. Macht ihn wieder dünner, steckt ihn in den Boden, macht ihn wieder dicker und zieht sich hinterher, bis sie unter dem Boden verschwunden ist. Dann steckt sie oben zwei kleine Siphone raus und atmet das Wasser ein. Wie alle anderen Lebewesen auch, sie atmet das Wasser ein, entnimmt den Sauerstoff, was sie an Essen findet, packt sie in den Magen, was sie nicht mag, spuckt sie wieder aus. Im Sommer, wenn es so ein windstiller Tag ist, werdet ihr hier tatsächlich so kleine Fontänen sehen, wo sie, hä, was ist denn das? Und wenn ihr da hingeht, könnt ihr die rausholen und da hinlegen. Die Herzmuschel, wenn die jetzt im Boden ist und wir treten jetzt gerade oben drauf, dann wird sie sagen, oh Blume, selbst im März bist du bekloppt. Nimmt ihren Grabefuß und gräbt sich wieder nach oben, bis die Siphone oben wieder rausgucken können. Das kann die Herzmuschel. Diese schwarze Muschel kann das nicht. Das ist die Miesmuschel. Und die Miesmuschel
hat einen Fuß. Mit dem heftet sie sich fest an Bärbel, zieht sich an Bärbel hoch und so kann die in der Aquariumscheibe nach oben laufen. Seht ihr, wie weit das Wasser weggeht? Ist das nicht toll? Und genauso super. Genauso schnell kommt das auch, teilweise sogar noch schneller. So, das heißt, ihr seht hier die ganzen Pricken, die markieren jetzt das Fahrwasser. Auf diesen Wasserstand kommen ja nachher 2,50 Meter an Wasser obendrauf, 2,30 Meter. Und dann kann der Kapitän nicht mehr sehen, wo ist es flach, wo ist es tief. Und eine elektronische Seekarte, dazu muss ein Schiff mit einem Sonar hunderte, tausende Mal hin und her fahren, um das immer aufzunehmen, viel zu teuer. Deswegen fährt das Wasser- und Schifffahrtsamt hier mit einem kleinen, flachen Aluminiumkatamaran rein, bei Niedrigwasser, spült die Dinger rein. Und jetzt kann der Kapitän, wenn nachher Hochwasser ist, hier durchfahren und sieht genau, wo er längs fahren muss. Der Besen ist oben zugebunden, habt ihr gesehen, ne? Unten ist er auf und selbst da hinten. Ihr könnt noch erkennen, dass sie oben dünner sind als unten. Ihr wisst also, das ist die Steuerbordseite. Und deswegen war der Pfeil so wichtig, der zeigt in die Richtung von Nordwest Richtung Südost. Wenn das Schiff also so reinfährt, lässt er sie auf der rechten Seite liegen. Fährt er von Wütün Richtung Sylt, hier fährt der Adler Express durch, lässt er sie natürlich auf der linken Seite liegen. So, das ist der tiefe Priel. Wir gehen jetzt hier praktisch genau rüber, nicht zu dicht an der Pricke vorbei. Da sind meistens Auskolkungen. Und das ist der einzige tiefe Priel. Genießt ihn. Bitte bleibt nebeneinander. Ihr könnt ja so ein bisschen gucken, wer so, dass ihr beiden und ihr beiden zusammen bleibt. Nur das, wenn was passieren sollte, dass man sagt, okay, ich helfe dir eben. Wenn ihr erstmal umgekippt seid und das alles oben reingelaufen ist, ist es saudoof. Vielleicht ist es ganz, ganz easy going. Macht kleine Schritte, geht schön langsam durch. Es ist bestimmt nicht schlimm, nur wenn erstmal jemand hingefallen ist, ist es zu spät. Ich gebe mit dir da. Ja, gerne. Ich bleib mal ganz kurz stehen. So, ab hier wird es jetzt so, dass weicher Boden da ist. Kleine Schritte machen und am besten immer weitergehen. Weil wenn man lange drin herumhampelt, spült man sich selber rein. Hört sich jetzt schlimmer an, als es ist. Aber wie gesagt, wenn ihr erstmal umgekippt seid, ist es zu spät. Dann ist es, seid ihr klitschnass. Ich würde sofort ein Taxi rufen. Also ihr werdet nicht sterben. Aber bitte einfach zusammenbleiben und vielleicht sogar an die Hände anfassen. Ja, das finde ich angenehm. Und man weiß ja nicht, was auf einem zukommt. Ich meine, und weil ich jetzt wirklich häufig so durchgehe, glaube ich, dass es einigermaßen sicher geht. Aber wenn du jetzt den ganzen Tag am PC sitzt, macht man auch wieder kleine Schritte. Also das kann sein, dass vorher ein Loch ist, wo du einfach rein. Ja, ich bin ja auch oft im Watt, aber wenn es dann weich ist, ja. Also ich finde es einfach sicherer, sich festzuhalten mit der Strömung auch. Es ist die einzige Stelle. Das ist jetzt so mit, vielleicht noch 5 Meter ist es tief. Ja. Ist auch schon wieder flacher. Wie ist es jetzt? Ist es jetzt leicht hier durchzulaufen? Also ich finde heute ja. Also es war nicht tief. Du siehst es gerade bis zum Schritt bin ich nass geworden. Ja. Also ich schätze mal so 65 cm war es jetzt tief. Vielleicht 70. Ich fand es heute, also das fand ich eigentlich. Alles in Ordnung bei euch? Ja. Das war der einzige tiefe Priel. Hier fahren die Schiffe durch. Adler Express, Adler 4, die Eilun. Natürlich nur bei Hochwasser. Alle gut durchgekommen, keiner umgekippt. Genau. Ja. Und jetzt muss ich euch sagen, geht's bergauf. Wir müssen einen Meter Höhe bezwingen. Ne? Oder 80 Zentimeter. Aber wir haben dafür 5 Kilometer Zeit. Ne? Wir gehen jetzt hier hoch und wir gehen so, dass wir gleich durch ein Muschelfeld laufen. Da gehe ich im Sommer nicht durch. Dann gehe ich von hier aus Richtung Wieg da hinten und dann gehe ich um das Muschelfeld herum. Nur weil wir jetzt alle Warthosen anhaben, können wir durch das Muschelfeld durchgehen. Ich möchte euch trotzdem bitten, so ein bisschen nicht direkt in die Austern reinzutreten, denn dann gehen auch diese Hosen kaputt. Und wenn ihr jetzt hier auf den Boden guckt, seht ihr diese kleinen Dinger hier? Hier sind jetzt vielleicht nicht so viele, aber hier seht ihr welche da? Seht ihr das? Das da, das sind Laichballen. Und das ist praktisch nichts anderes als Babywürmer. Der Wattwurm gibt seine Spermien ab, sie nimmt die auf und er lässt sie die Jungen im Herbst raus. Das hier ist jetzt der Kotpillenwurm, der gefleckte Blattwurm. Es gibt also 3 Würmarten, die praktisch zusammen richtig Sex haben.
dann legen die Weibchen zusammen ihre Eier in so einer Blase da drin ab. Und die liegen jetzt hier bei 5, 6 Grad, 7 Grad Wassertemperatur in diesem schönen warmen Wasser und werden ausgebrütet. Und aus jedem dieser Dinger kommen 500 bis 1000 kleine Würmer raus. Nur, dass sie ein Gefühl kriegt für das Leben, das hier ist. Das ist nicht so tot, wie man manchmal glaubt. Da ist echt viel Leben drin. Das ist der Kotpillenwurm, sind im Boden verankert und schmecken so scheiße, dass sie keinen Vogel frisst. Nee, echt? Ja. So, ich habe jetzt hier mal ein Stück Torf. Im ersten Moment würdet ihr sagen, Alter, das ist doch Teer. Das ist Torf, kann man auch auseinanderbrechen, werde ich jetzt auch mal tun. Und da drin kann man Blätter erkennen. Also hier kann man noch den Abdruck erkennen. Da sieht man auch ein Blatt. Dieses Zeug ist 3.000 oder 6.000 Jahre alt. Damals waren die der Meeresspiegel sehr viel niedriger. Und hier bildete sich von den dänischen Inseln über Sylt bis runter nach St. Peter-Ording, Amrum eingeschlossen, eine große Dünenkette. Das Wasser aus dem Nordosten wollte in Form von Flüssen runter in die Nordsee, die viel tiefer lag, konnte aber nicht, weil da eben diese Dünenkette war. Das Wasser staute sich auf, es entstanden Seen. Die Seen vermoorten, vertorften, der Meeresspiegel stieg, die Torfstücke sogen sich voll mit Salzwasser, wurden überlagert mit Sand. Und so haben wir unter unseren Füßen, es ging ein paar Mal hin und her, in 3, in 7 und in 15 Meter Tiefe haben wir Torfschichten. Die haben wir früher als Insulaner oder als Festlandfriesen abgebaut. Wir haben richtig den Sand zur Seite geschaufelt, sind in Torfstücke gekommen, haben sie auf unsere Flachbodenschiffe genommen und haben sie mitgenommen aus Festland oder auf die Inseln. Dort haben wir das Zeug in der Sonne getrocknet. Dann haben wir es zerrieben, also wirklich ganz, ganz klein gerieben und haben aus dieser getrockneten, zerriebenen Masse praktisch ein Feuer gemacht, sodass alle organischen Stoffe verbrannt sind. Die Asche hat man aber jetzt aufgehoben und hat sie noch mal mit ein ganz bisschen Salzwasser vermischt, um sie denn dann in einer großen Kupferpfanne auszukochen. Man wollte an das Salz kommen. Wenn ihr 1 Liter Salzwasser nehmt, darunter Feuer macht, ob das heute auf dem Gaskocher ist oder auf dem Elektroherd, völlig egal, ihr würdet 97% Wasser verdunsten lassen müssen, um an 3 Gramm Salz zu kommen. Wenn ihr aber diese Prozedur, die ich eben gemacht habe, macht, dann kommt ihr an 80 Gramm Salz. Und das haben wir dem dänischen König verkauft zu Pökelzwecken für seine Überlandfahrten mit den großen Schiffen nach Amerika oder nach Indien. Die brauchten dieses Salz, um Fische oder Fleisch einzupökeln, um überhaupt das ganze Zeug haltbar zu machen. Deswegen haben wir das gemacht. Das nennen wir Salztorf. Findet ihr in riesigen Blöcken manchmal hier draußen rum. Gut, dann gehen wir weiter. So, ich habe diverse Bücher von Dieter Meyer, der hat Bücher geschrieben über die Entstehungsgeschichte der Nordsee. Und ich habe ihn mal als Nationalpark-Wattführer auf einer Fortbildung kennengelernt. Ich habe gedacht, da hinten war ein Schmelzwasserfluss, das hör nochmal tief. Und da hinten ist ein Schmelzwasserfluss. Da waren ja wirklich Schmelzwasserflüsse. Die Gletscher hörten auf und die sollen, habe ich letzt gesehen, praktisch hier wirklich 100, 200 Meter so hochgegangen sein. Das muss er sich mal überlegen. Das ist ja 100 Meter, 600 Meter hoher Gletscher liegt vor dir. 600, das ist 10 Mal unser Leuchtturm, schiebt sich hier runter. Und wenn die zurückschmolzen, kam das Wasser unten raus und hat dann praktisch die Insel zerschnitten. Und der da hinten war irgendwie verstopft. Der Priel ist eine Zeit lang hier längs geflossen. Und deswegen haben wir hier so viele Steine. Da, wo Steine sind, halten sich Muscheln fest. Und deswegen ist hier so ein Muschelfell. Und das habt ihr auch oben an der Nordspitze, dass da unglaublich viele Steine sind. Und jeder sagt, warum sind denn hier so viele Steine? Das war ein alter Schmelzwasserfluss, der eine Zeit lang, ob das nun 100 Jahre waren oder 1000 Jahre waren, das habe ich vergessen, hier längs geflossen ist. Und deswegen haben wir hier dieses Muschelfeld. Das sind diese pazifischen Felsenaustern hier. Die können also wirklich die Füße ordentlich zerschneiden. Die sind auch fast alle lebendig. Wenn sie geschlossen sind, sind sie lebendig. Wenn sie offen sind, sind sie tot. Und die hat man hier hingeholt. Ich werde nachher noch Schalen finden der europäischen Austern. Wir hatten hier bis 1920, die einen sagen bis 1930. Das ist so ein bisschen schwammig. Das hat man ja früher auch nicht hundertprozentig aufgeschrieben. Man hatte hier eine europäische Auster, die starb aus durch Überfischung, Eiswinter, durch ein Virus. Und dann haben die Franzosen, Holländer denn dann diese hier geholt, weil sie schnell wächst, weil sie gut schmeckt und weil sie robust ist gegen dieses Virus. Und die hat sich dermaßen explosionsartig vermehrt, dass wir wirklich nur sagen können, Mist. Es gibt auf Sylt einen Professor, der heißt Carsten Reise. Und der hat letztens wieder ein Buch geschrieben, Das Watt. Der ist auf Sylt groß geworden. Und es gibt kein Watt auf der ganzen Welt, was besser untersucht ist als das Lister-Bucht da oben. Und er sagt, hört doch jetzt bitte auf mit diesem Gejammer über die Austern. Sie sind da. Und sie werden nie wieder weggehen. Und
Sie bieten jetzt Seetang, sie bieten Schnecken, Seepocken ein Zuhause. Ne? Naja, gut. Diese ganzen kleinen Röhren, seht ihr die hier? Mal gucken, habe ich hier eine, die ganz und gar freiliegt. Ich gucke mal drauf, oder die da, die ist vielleicht gut. Das sind die Röhren des Bäumchenröhrenwurms. Die hat sich der Wurm selber gebaut, indem er praktisch wie so ein Irrer anfängt, Muschelschalen und Sandstücke aneinander zu kleben und baut sich damit seine Röhre, damit er ein Zuhause hat. Und so sehen diese Röhren denn aus. Ist das nicht irre? Der Wurm lebt praktisch in der Röhre. Jetzt kommt der immer, wenn Hochwasser ist, wenn das Wasser so hoch ist, hier hoch und holt sich mit seinen langen Hippie-Haaren aus der Krone Planktonstückchen heraus, nimmt sie mit runter und frisst sie auf. Und wenn jetzt Niedrigwasser ist, so wie bis jetzt, dann geht er nach unten und wartet ab. Weil A kommt kein Plankton und B kommen diese Scheißvögel mit diesem blöden langen Schnabel und picken ihn da raus. Und deswegen versteckt er sich da unten. Bäumchen-Röhrenwurm hier bei uns im Watt. Gut. Dann gehen wir weiter. Ein paar Meter noch, dann sind wir raus aus dem Muschelfeld. So, die Amrumer Nordspitze. Und da drüben seht ihr den Hörnummer Leuchtturm. Wow. Ne? Das ist die Südspitze von Sylt. Und die Nordspitze von Amrum und die Südspitze von Sylt sehen hier erstmal gleich aus, sind aber geologisch gesehen komplett anders. Die Amrumer Nordspitze ist brandneu, die Südspitze von Sylt ist uralt, bricht allerdings auch ab. Der Hörnummer Leuchtturm, nur ein weißer Streifen. Der Amrumer 2. Der Amrumer ist 68 Meter hoch. Der ist nur 48 Meter hoch. Und der Amrumer ist gemauert aus 1,3 Millionen Steinen. Das ist eine alte Blechkiste. Ich hatte letzte Sylterin dabei. Ich habe auf der Blechkiste geheiratet. Ich sage, alles Spaß, alles Spaß. Der Hörnummer Leuchtturm, ich mag ihn zum Beispiel auch lieber leiden, also wenn man davor steht. Und der scheint genau in mein Schlafzimmer. Und alle 9 Sekunden, Blitz, Blitz, Pause, Blitz, Blitz, Pause. Und der Amrumer scheint genau in mein Badezimmer. Also da kann ich die beiden unterscheiden. Sylt ist 40 Kilometer lang, eine unglaublich schöne Insel. Das Morsumer Cliffs gehört zu den 10 schönsten Punkten geologisch gesehen Deutschlands. Die Lister Wanderdünen, die mit der Geschwindigkeit von circa 1 Meter pro Jahr auf die einzige Straße zuläuft, die Lister und Westerland verbindet, wo sie den nächsten Tunnel bauen. Erzähl das mal in Bayern, bevor der Berg kommt. Ne? Also es ist schon, also es ist wirklich eine faszinierende Insel. Bitte guckt euch diese anderen Inseln an, denn jeder, der hier oben ist und auf Amrum nicht sein mag, findet vielleicht Föhr wunderschön. Und der Nächste sagt, also Föhr ist nichts für mich, aber Amrum ist genau das Richtige. Ihr seid so unterschiedlich. Ich hatte einen dabei, der arbeitet in Hamburg oder war das Freising? Das war auf dem Flughafen. Nee, Frankfurt. Er sagt den ganzen Tag diese Koffer. Klacker, 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 klacker. British Airways is boarding now. Please get to gate 28. Er sagt, ich muss raus. Ich brauche meine Ruhe. Und die kommen dann eher nach Amrum. Wohingegen der Nächste, der in irgendeinem stillen Kämmerchen sitzt, der fährt vielleicht eher nach Sylt. Und so unterschiedlich wie die Menschen sind, so unterschiedlich sind diese Inseln. Und ich finde es einfach absolut genial. Ich mag Amrum immer noch am liebsten, weil es so überschaubar ist, weil du alles mit dem Fahrrad erreichen kannst. Auf Sylt mit dem Fahrrad gegen den Wind. Zum Kotzen. Also es ist wirklich fürchterlich. Es ist wirklich fürchterlich. Da vorne, da wo jetzt der Wald aufhört, ihr seht den Deich da oben, ne? Da wollen wir hin oder da müssen wir noch hin. Da oben seht ihr ein Restaurant, das Treibholz, und da drunter beginnt der 22 Kilometer lange Deich um Föhr herum. Aber da drunter fängt auch der 15 Kilometer lange Sandstrand an bis nach Wiek. Das betonen die Föhrer so gerne. Warum? Der Amrumer ist nur 13. Und deswegen hacken sie dann immer rum. Es geht ja immer darum, wer hat den längeren, nicht? Also, die haben den längeren Strand, aber der ist so schmal, dass du da mit den Füßen im Wasser liegst, mit dem Kopf auf der Straße und auf dem Bauch spielt der Nachbarsjunge Fußball. Das ist doch kein Freiheitsgefühl, ne? Die Führer drehen den Spieß um. Na, seid ihr froh, von Alcatraz runter zu sein? Meine Heimatinsel, nennen die Alcatraz, ne? Du traust dich nicht länger als 2 Minuten die Augen zuzumachen auf Amrum, weil du immer Angst hast, hinten runterzufallen. Kommt nach Föhr, es ist viel weitläufiger. Sag mal einmal die Zahlen des Amrumer Strandes im Vergleich zum Föhrerstrand. 13 Kilometer lang. Und an der breiten Stelle 1,5 Kilometer breit. So groß bist du auch nicht, dass da die Füße im Wasser liegen. Nein, es ist etwas anderes. Aber wenn dir jemand sagt, ich fahre lieber nach Föhr, ich finde das total toll, weil der macht einen Tagesausflug nach Sylt, der macht einen Tagesausflug nach Amrum und sagt, ja, jetzt schön zurück nach Föhr. Gut, jetzt bin ich für dich da. Yes, yes. Ich auch für dich. Das ist lieb, danke.
Auch wenn wir ja schon eine Folge gemacht haben, können wir nicht voraussetzen, dass alle die schon gehört haben. Ne? Deswegen stelle ich ein paar Fragen nochmal, die wir da auch schon besprochen haben. Wie lange machst du eigentlich schon diese Wattführung? 26 Jahre. 26 Jahre. Du bist am Roma durch und durch, ne? Ich bin da geboren und wenn du das jetzt sagst, durch und durch, dann wird der andere sagen, der kann ja kein Friesisch. Und das kann ich leider wirklich nicht. Aber ansonsten, ja, bin ich durch und durch am Roma. Ich bin früher in den USA gewesen, habe immer die Ranger beneidet um ihren tollen Job. Kam nach Amrum, habe dann von einem Amrumer das Angebot bekommen, bei ihm mitzuhelfen, Wattführung zu machen. Ich war also nur angestellter Wattführer. Ich hatte ein Restaurant. Ja, und habe denn dann praktisch dadurch den ganzen Kram gelernt. Wir haben uns aber leider gestritten. Ich habe mich selbstständig gemacht und habe dann 20 Jahre lang Nationalpark-Wattführer gemacht. Jetzt bin ich staatlich geprüfter Wattführer. Aber es gibt nur Amrum für oder für Amrum. Naturkundige Wattführung, ja, nach Sylt kommst du nicht. Naturkundige Wattführung mache ich nur, wenn das die Naturschutzvereine wie Schutzstation Wattenmeer oder irgendwer ihr nicht anbieten. Ich möchte nicht mit ihnen in Konkurrenz treten. Und ich bin auch ganz gerne auf dem Weg nach Föhr. Also ich finde das so schön, wenn wir nachher auf Föhr angekommen sind, ist das, wo wir jetzt laufen, nachher unter Wasser. Ja. Ja, es ist schon schön. Was liebst du so daran? Es ist für mich wie Meditation. Ich laufe hier vorne. Es gibt ganz selten Tage, wo jemand wirklich vor mir läuft. Guck dir doch diesen Blick an. Bis zum Horizont. Der Himmel trifft den Horizont. Ich bin hier vorne. Ich bin draußen. Ich habe keinen Chef. Keine Chefin, keinen Angestellten. Wenn ich stehen bleibe, sehe ich meistens 8 oder 10 oder 35 glückliche Gesichter. Es ist jeden Tag dasselbe, das muss man sagen. Aber wenn ich in der Bäckerei arbeite, mache ich auch jeden Tag Mandelhörnchen. Jeden Tag Apfelstrudel, jeden Tag das. Und ich bin hier draußen. Das Wetter ist jeden Tag anders. Das war jetzt gerade ein großer Brachvogel, den du gehört hast. Du bist draußen, die Jahreszeiten ändern sich. Also für mich gibt es nichts Schöneres. Super. Und auch wenn die Landschaft immer gleich bleibt oder diese Einzigartigkeit des Wattenmeeres, die Gäste sind einfach total unterschiedlich. Ne? Ja. Welches Altersspektrum nimmst du eigentlich hier mit rüber nach Föhr? Wir dürfen Kinder ab 6 mitnehmen. Und durch diese Corona-Zeit habe ich gemerkt, dass viele Kinder mit 7, 8 Jahren schon Probleme haben. Deswegen habe ich gesagt, ich nehme Kinder ab 8 mit. Ich habe ein junges Mädchen gehabt, die ist alleine rübergelaufen nach Föhr. Sie war 4,5. Also wow. Es ist technisch möglich. Mein ältester Teilnehmer in dieser Gummihose, die du jetzt gerade anhast, war 85 Jahre alt. 89 war im Sommer mein ältester Teilnehmer. 2 Männer, die mit waren. Also nicht beides zur selben Zeit, sondern unterschiedlich. Also von 4,5 bis 89 hatte ich alles dabei. Super. Und jetzt im März laufen wir in Warthose im Sommer, dann mit kurzer Büchs? Oder? Ja. Es gab früher nur Wattwanderungen, sage ich mal, Mai bis Mitte, Anfang Oktober. Je nachdem, was für ein Oktobertag das war. Und dann wurden sie eingestellt. Ich bin dann im Winter auf dem Bau, so wie die meisten Strandkorbvermieter, die im Winter dann als Maurer arbeiten, als Handlanger arbeiten. Und irgendwann brachte mich ein Süddeutscher auf die Idee, das in Warthose zu machen. Ich hatte mir dann Warthosen geliehen von allen Freunden, habe das einmal angeboten. Und diese Gäste sagten, Mensch, warum machst du das nicht immer? Daraufhin habe ich dann 12 Warthosen gekauft. Jetzt bin ich bei 60 Warthosen. Und meine Gruppen sind so, ja, 30 bis 35 Mann stark. Mehr möchte ich nicht mitnehmen. Das ist dann auch eine logistische Herausforderung, wir können jetzt hier rübergehen, diese ganzen Rucksäcke zu packen. Du hast ja gestern die Warthosenanprobe da gesehen. Genau, das will ich kurz sagen. Am Tag zuvor ist Warthosenanprobe bei Dag. Er hat einen Raum mit unglaublich vielen 60 Warthosen in allen Größen mit unterschiedlichen Beinformen. Meine zwickte erst ein bisschen, dann hast du mir eine andere Warthose gegeben, wo der Stiefel irgendwie kürzer war. Dann packst du für jeden einen Rucksack, in dem die Warthose erst drin ist. Mit Namen drauf. Und heute Morgen um 5.30 Uhr war Treffpunkt bei Dag, da standen die Rucksäcke mit Namen drauf. Dann sind wir erst ein Stück gelaufen. Und dann erst kam der Punkt, wo die Schuhe ausgezogen wurden und die Warthosen angezogen wurden. Und auf Höhe tauschen wir das alles wieder aus und geben dir die schmutzigen Warthosen mit nach Hause. Genau. Und das ist dann meine Aufgabe. Ich wurde jetzt gefragt, warum sind denn die Wattwanderungen im Winter teurer? Ich sage, ja, wie soll ich das erklären? Sie kriegen von mir einen Rucksack, der kostet an mich als Damengeschäft nur 150 Euro im Einkauf oder 120. Aber die Dinger kosten sonst 250 Euro. Eine Warthose kostet 70 Euro.
Wenn ihr mir die nachher zurückgibt, sind sie dreckig. Ich werde sie heute Abend also abspülen. Ich werde sie aufhängen. Ich werde sie abwischen. Ich werde sie denn dann morgen früh alle auf links drehen und desinfizieren mit Kutasept, sodass, wenn ich euch diese Warthosen gebe, ihr wirklich das Gefühl habt, hey, die riechen nicht nach Schweiß. Und wenn das dann wirklich mal so ist, ich hatte mal eine Warthose, da kriegte ich so einen Schweißgipfel raus. Das war total verrückt. Die habe ich dann mit Essig ausgespült und wieder desinfiziert, sodass man wirklich sagen kann, diese Warthosen, die ziehst du gerne an. Das ist mir ganz wichtig, dass du das Gefühl hast, ich ziehe die gerne an. Ja, und dann muss ich sie praktisch wieder aufhängen im Lager. Und gestern Abend waren es praktisch 1,5 Stunden mit euch da unten im Keller. Und von daher ist es natürlich schon so, dass du jetzt sagst, dafür berechne ich dann 12 Euro. Und ich finde das nicht zu viel. Wenn man sagt, 40 Euro für ein halbes Tagesausflug. Nee. Wenn man es günstiger machen möchte, kann ja jeder machen. Aber ich glaube, dass ich im Moment noch der einzige Wattführer in ganz Deutschland, wenn der das anbietet. Was ist ein einzigartiges Erlebnis auf dem Meeresboden, was du hier anbietest? Und sind das ganze Jahr hindurch Gäste da, die mit dir gehen? Oft, ja. Also ich habe jetzt dieses Jahr eine Wattwanderung ausfallen lassen, das war irgendwann im Februar, weil ich nur 2 Leute hatte, oder im Januar. Da habe ich das dann abgesagt. Aber ansonsten, so über Silvester, kriege ich, wenn ich wollte, schon 60, 80, 100 Leute zusammen. Was? Ja, also es ist wirklich, es ist der Run, weil du kannst es nirgendwo anders machen. Gut, wir gehen von hier aus noch eine Stunde, damit das ein Gefühl kriegt für die Entfernung. Herzlich willkommen auf der Insel Föhr. Das sind die 2 schönsten Inseln in der Nordsee. Nein. Ihr habt jetzt gerade 10 Kilometer hinter euch gebracht. Jetzt geht es noch einen Deich hoch. Bitte seid vorsichtig. Ihr habt Gummistiefel an. Da ist ein bisschen Modder drunter. Und da, wo es grün ist, ist es auch ein bisschen schlickig. Na, habe ich euch zu viel versprochen? Das war die Wattwanderung über den Meeresboden von Amrum nach Föhr. Und auf Föhr angekommen, haben wir dann erstmal wieder die Plünnen gewechselt, also raus aus der Wartbüchse und rein in die Schuhe, die wir die ganze Zeit auf dem Rucksack dabei hatten. Und dann kam da ein Bus, den Dag organisiert hatte. Wir haben eine kleine Rundfahrt über Föhr gemacht und von Dag halt ganz viel über Föhr erfahren. Und dann waren wir in Wiek und hatten Zeit zur freien Verfügung und sind dann gemeinsam mit der nächsten Fähre wieder nach Amrum zurückgefahren. Das war ein super Erlebnis. Wenn ihr euch Dags Website dazu angucken möchtet, www.der-inselläufer.de, und das wird mit Ä geschrieben. Und nachdem wir jetzt zusammen über den Meeresboden gelaufen sind, könnt ihr die Füße hochlegen und euch davon erholen. Und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit mir ans Meer kommt. Liebe Grüße.